moralische Gründe. Ich bin schon wieder, diesmal mit einer Musical-Review. Ich habe ja im letzten Video schon gesagt, dass ich jetzt ins Musical rutsche. Und zwar bin ich nach Magdeburg gefahren und habe mir die drei Musketiere dort angesehen. Am Theater Magdeburg. Und das war nett. Das war, ja, ja, kann man sich angucken. Ich weiß nicht, wie lange das da noch zu sehen ist. Ich weiß, dass es noch ein paar Aufführungen gibt. Es kann aber sein, dass die ja schon alle ausverkauft sind. Aber falls nicht, also es lohnt sich schon. Ich muss gestehen, ich bin ein bisschen besessen mit Mantel- und Degen-Geschichten. Ich habe die drei Musketiere gelesen als Kind, ich glaube so mit 11, 12 irgendwie so. Den Grafen von Monte Cristo auch. Ich mochte den Mann in der Eisernen Maske sehr, sehr gern. Das Buch als auch den Film mit Leonardo DiCaprio. Und nein, ich war nicht verschossen in Leonardo DiCaprio, sondern in Gabriel Byrne als D'Artagnan. Genau. Ansonsten, drei Musketiere-Verfilmungen haben mich bisher nicht überzeugt. Keine einzige. Auch die Serie, die es gibt, finde ich ziemlich doof. Aber das Buch, super. Und das Musical ist ganz cool. Falls ihr nicht wisst, worum es geht, lest bitte die drei Musketiere von Alexandre Dumas. Großartiger Klassiker. Lohnt sich auf jeden Fall. Und der Graf von Monte Cristo noch mehr. Aber falls ihr trotzdem nicht wisst, worum es geht im Wesentlichen um D'Artagnan. Ein junger Mann aus der Gascogne in Frankreich, der Musketier werden möchte, wie sein Vater auch. Und deswegen geht er nach Paris, um sich dort bei der Musketiergarde zu melden. Auf dem Weg stolpert er über Athos, Aramis und Porthos, drei der Musketiere, fängt jeweils einen kleinen Streit mit denen an und dann fordern sie ihn zum Duell. Und dann stellen sie fest, huch, wir haben alle ein Duell mit ihm. Und dann kommen die Schergen des Kardinals und sie bekämpfen sich und werden Freunde. Und dann kommt ein großes Abenteuer, denn es ist so, zu der Zeit, als Ludwig... Oh, welcher Ludwig war denn das? Der 13. Ja, der Vater von dem 14. Also muss es ja. Jahreszahlen und so ist immer nicht so meine Stärke. Naja, der ist ja an der Macht. Der ist ja relativ jung auf den Thron gekommen. Und Kardinal Richelieu ist quasi der eigentliche Machtinhaber, der den König so ein bisschen kontrolliert und die Macht an sich reißen will. Und er will halt irgendwie Krieg mit England, angeblich wegen des Glaubens und tralala und tralali. Naja, jedenfalls er ist der Böse des Stücks. Und dann gibt es noch My Lady de Winter, eine, wie ich finde, sehr, sehr missverstandene, total spannende Frauenfigur in diesem Buch. Im Buch auch eher die Böse, im Musical so mittel. Und dann gibt es noch Constance, das ist die ja, was ist die Kammerzofe der Königin, und D'Artagnan verliebt sich in sie. Und ja, und dann ist es ein großes Abenteuer und es gibt viele Fechtszenen und das ist ganz wunderbar. die Musik des Musicals ist in Ordnung, wie ich finde. Also ich finde die Musik ganz cool, es ist alles so ein bisschen rockiger. Vielleicht kennt ihr den Song damals, als das Premiere hatte. Alles, was ich will, ist alles. Oder ich weiß nicht, wie der heißt, ich glaube nur alles. Der ist sehr, sehr schön, wie ich finde. Dann gibt es noch so ein paar andere. Wer kann schon um Liebe sein, finde ich ganz schön. Das Lied des Kardinals ist ganz nett. Und ja, aber insgesamt ist es einfach so ein stimmiger Soundtrack, der irgendwie zu der Stimmung des Musicals passt. Das nimmt sich auch selber nicht so ernst. Das ist total angenehm. Es gibt sehr viele lustige Witze, die auch ein bisschen albern sind, ja. Aber es ist irgendwie hübsch. Also irgendwie war das, es war irgendwie alles nett. Es war irgendwie alles stimmig. Und was ich sehr schön fand, dass es so ein paar kleine Hommage-Dinge gab an andere Musicals, also zum Beispiel Phantom der Oper. Es gibt in dem Stück gibt es eine Figur, Rochefort, die trägt eine Augenklappe und dann sagt irgendwer zu ihm, ja, das Phantom der Oper, so wegen der Maske. Und dann gibt es eine Szene, die, da musste ich sehr, sehr lachen. Da steht Kardinal Richelieu auf so einer Brüstung und die Musketiere stehen unten und dann fängt er an zu singen und dann machen die alle diesen Move. Falls ihr Tanz der Vampire kennt, kennt ihr den, wenn in der Szene Balsal, wenn der Graf oben steht und dann sagt, haben wir jeder von genug? Und dann sagen alle, ne, wir haben niemals jeder von genug oder so. Und dann machen sie doch immer diesen Move. Wisst ihr, wie ich meine? Und das haben die Musketiere auch gemacht. Das war sehr lustig, musste sehr lachen. Ja, so in dem Stil ist das. Also es ist jetzt nicht so ein tragisch, Les Miserables, episches Musical, sondern eher ein bisschen lustig. Also es ist auch ein bisschen traurig. Das spoilere ich jetzt nicht. Wenn ihr das Buch kennt, dann wisst ihr warum. Inszenierung in Magdeburg, ganz, ganz großartig. Ich fand das Bühnenbild der Hammer. Also ich muss immer wieder sagen, geht ins Stadttheater und guckt euch Musicals an. Die haben das einfach drauf und es ist nicht so teuer wie Stage oder auch BB Promotion.
Ich war damals schon in Magdeburg, damals, vor 2 Jahren oder so, und habe mir Little Shop of Horrors angeguckt. Das war großartig. Und jetzt auch das Bühnenbild ganz toll mit so einer fahrstuhlartigen Bühne, die hochfahren kann, mit drehbaren Elementen auf der Bühne. Und das, ach, ganz toll. Und das Ganze hat so eine Rahmenhandlung im Gefängnis. Und dann wird es quasi von einem Narren erzählt, was gerade so in Frankreich und Paris los ist und die Geschichte. Und das hat ganz, also fand ich ganz, ganz toll. Und dann der Cast. Oh mein Gott. Also so viele tolle Stimmen auf einen Haufen findet man nicht oft. Auch deswegen Stadttheater, ganz ehrlich, die Besetzungen da sind oft so, 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 so gut. Vielleicht wisst ihr es ja, Patrick Stahn gespielt den Kardinal Richelieu, seit ich vorletztes Jahr in Tecklenburg war und ihn als Valjean in Les Misérables gesehen habe. Ich fand ihn vorher schon toll, aber seitdem bin ich total verliebt in diese Stimme und auch jetzt wieder, oh mein Gott. Also sowas von weggewuppt hat er alle und überhaupt und das, ja, also das ist dann immer so, so Musikmomente, in denen ich feuchte Augen bekomme, weil einfach nur wegen der Stimme. Ansonsten, den Cast muss ich jetzt wieder ablesen, aber auch ganz toll war My Lady de Winter, gespielt von Katja Berg, wahnsinnige Stimme. Ganz, ganz tolle Präsenz, auch die hat toll getanzt und toll gespielt und oh, also ganz, ganz großartig. D'Artagnan war Florian Peters, auch ganz toll. Die drei Musketiere, Athos, Lucius Volta, Aramis, Daniel Rakasch, Porthos, Benjamin Eberling, ganz toll. Die Constance, Katja Bischoff, ganz, ganz wunderbar. So eine schöne Stimme, wirklich total toll. Königin Anna, Jeanette Neumeister, auch sehr gut. Wen gibt es noch? Oh, der das quasi alles, dieser Narr, der den Narr gespielt hat, der das so erzählt hat, Christoph Bangerter. Ganz tolle Stimme. Ja, also insgesamt ein Cast, der mich einfach nur weggewuppt hat. So, also wo man auch richtig Spaß hatte, dem Ganzen zuzugucken und einfach diese Stimmen zu genießen und irgendwie die gute Laune, die die auch auf der Bühne hatten, das hat man irgendwie gemerkt. Es gab fantastisch choreografierte Fechtszenen. Ich habe eine Schwäche dafür. Wie gesagt, Mantel und Degen ist, ja, ich möchte auch so fechten können. Ach, großartig. Sehr lustig war auch der Darsteller vom D'Artagnan, da ist das Mikro ausgefallen und dann kam die Darstellerin von Constance irgendwann und gab ihm halt so ein Mikro für die Hand und dann hat er damit gesungen und das war aber total souverän. Also man hat überhaupt nicht, das hätte auch quasi so sein sollen. Ich glaube nicht, dass es so sein sollte, aber die haben das sehr souverän gelöst, diese Panne. Es war ein bisschen lustig und in dem Stück hat das jetzt auch nicht so gestört, weil es eh so ein bisschen lustig war halt und ja, passiert halt. Da muss man damit irgendwie umgehen und das haben sie sehr, sehr schön gemacht. Was ich sehr, sehr mochte, ist, dass dieses Musical der Lady de Winter mehr menschliche Züge gibt. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe im Buch, es ist eine Weile her, dass ich es gelesen habe, aber dann ist sie da mehr so diese böse Femme fatale, die halt irgendwie Ehebrecherin ist oder ja, irgendwie eine lasterhafte Frau, deswegen gebrandmarkt wurde, deswegen von Athos, der verheiratet mit ihr war, als er das entdeckt hat, verstoßen wurde, was ich schon immer so ein bisschen dämlich fand, weil ich dachte, das war doch vor deiner Zeit, kannst du, also wenn du sie liebst und sie dich, dann so. Naja, und hier jetzt in dem Stück ist es so, dass sie quasi vergewaltigt wurde, als sie sehr, sehr, sehr jung war, von einem Priester, dafür von der Kirche verbannt wurde, aber dadurch so ein bisschen menschlicher dargestellt wird durch die Songs, die sie auch hat und in denen sie erzählt, dass sie eigentlich nur ihre Ehre wiederherstellen will, weil es gar nicht ihr Verschulden ist, sondern weil sie halt ein Opfer der Gesellschaft ist, ihrer Zeit, in der Frauen halt nichts wert sind und ja, sie halt quasi Spielball der Männer sind. Das fand ich sehr interessant, dass sie trotzdem ihre Bitterkeit und ja, auch das durchaus böse, was sie dann hat, gelassen haben, aber es halt damit begründet haben. Das fand ich sehr, sehr schön. Und ich werde das Buch, ich habe es mir jetzt nochmal auf die Liste gesetzt, damit ich es nochmal lese, weil ich nicht mehr genau weiß, wie es im Buch war. Aber ich hatte immer das, also ich habe so in Erinnerung, dass es mich schon immer geärgert hat, dass sie so die nur böse war. Wisst ihr, was ich meine? Und das fand ich schön. Ja, also insgesamt ein Musical. Wenn ihr das mal irgendwo entdeckt, könnt ihr das
angucken. Also es gibt ja auch auf YouTube zahlreiche Musikvideos, da könnt ihr mal in die Musik reinhören. Aber die Inszenierung in Magdeburg, also wenn ihr da Bock drauf habt und es gibt noch Karten, hin da, weil großartig. So. Und damit beende ich dieses Video. Ich hoffe, ihr hattet ein schönes Wochenende. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr irgendwelche Musicals noch, Musical-Besuche geplant habt in diesem Jahr. Ich will unbedingt, also ich fahre im Februar nach Dortmund zu Jekyll und Hyde und freue mich schon riesig, weil die Besetzung ist toll und der Soundtrack ist toll und Und dann kommt ja Wicked nach Hamburg. Das ist so und da werde ich auf jeden Fall bestimmt auch noch hinfahren dieses Jahr. Genau. All eure Gedanken gerne in die Kommentare. Schreibt mir auch gerne in die Kommentare, ob ihr Alexandre Dumas gelesen habt und wenn ja, was und ob es euch gefallen hat. Und ansonsten denkt immer ran, ihr seid nicht verrückter als ich bin und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann. Tschüss.